Herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Ideenmanagement. Wenn sich Ideenmanager etwas wünschen könnten, dann wäre es häufig eine bessere Kultur. Eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, eine fehlerfreundliche Kultur oder eine experimentierfreudige Kultur. Das klingt gut. Aber was ist denn nun eigentlich die Kultur einer Organisation, also die Unternehmenskultur oder die Kultur einer öffentlichen Verwaltung? Der maßgebliche Autor zur Kultur von Organisationen ist Edgar Schein. Ich zitiere kurz aus seinem Wikipedia-Eintrag. Edgar Schein wurde 1928 als Sohn eines Ungarn und einer Deutschen geboren. Sein Vater Marcel Schein war ein Ungar, der aus der heutigen Slowakei stammte und nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie tschechoslowakischer Staatsbürger wurde. Er hielt sich zur Zeit der Geburt seines Sohnes in Zürich auf, um seine Dissertation im Fach Physik zu beenden. Hier lernte er Scheins Mutter kennen, die aus einem kleinen Kurort an der Elbe in der Nähe von Dresden stammte. 1934 verschärfte die Schweiz ihr Ausländerrecht, sodass es für den Vater schwierig wurde, seine Dozentenstelle zu behalten. Er entschied sich für die Emigration nach Odessa, wo ihm die Russen eine wichtige Stelle beim Aufbau ihres Wissenschaftsbetriebes anboten. Angesichts der stalinistischen Säuberungswellen entschloss sich der Vater 1936, das Land zu verlassen und nach Prag zu ziehen. Dort besuchte Schein ein Jahr lang eine deutsche Schule. Wegen der politischen Umstände sah sich die Familie gezwungen, sich zu trennen. Schein und seine Mutter zogen für ein halbes Jahr nach Zürich, ehe 1938 die gesamte Familie in die Vereinigten Staaten emigrierte. Sein Vater arbeitete bis zur Pensionierung als Professor an der Universität Chicago. Soweit die Wikipedia. Das hört sich so an, als ob Schein die Beschäftigung mit unterschiedlichen Kulturen sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Schein studierte Psychologie, wurde Professor am MIT und schrieb über Kulturen in Organisationen. Zwei Bücher sind herauszuheben. Organizational Culture and Leadership ist das wissenschaftliche Buch, das akademische Buch, das Buch, in dem er sein Konzept von Unternehmenskultur oder Organisationskultur am gründlichsten darstellt. Der Corporate Culture Survival Guide ist das Buch für die Praktiker, also für die Menschen, die sich fragen, Konzepte schön und gut, aber was tun wir denn jetzt nun mit der Kultur in einer Organisation tatsächlich? Wie können wir dort etwas beeinflussen? In Organizational Culture and Leadership erscheint auch das Schaubild, das typischerweise mit dem Kulturkonzept von Schein verknüpft ist, das ich hier auch einblende. Vielleicht sehen Sie dieses Schaubild zum ersten Mal im Original. Lassen Sie uns einfach die einzelnen Ebenen durchgehen. Die erste, die oberste Ebene, ist die Ebene der Artefakten, also dessen, was man sehen und wahrnehmen kann, das, was an Gegenständen und an Verhalten zu sehen ist, was als Beobachtung leicht funktioniert, was aber schwer zu interpretieren ist. Ein Beispiel: Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, in dem der Rang eines Mitarbeiters an seinem Bürostuhl abzulesen war. Ich war ein einfacher Sachbearbeiter, ich hatte einen Bürostuhl mit einer Rückenlehne. Mein Teamleiter hatte einen Bürostuhl mit einer Rückenlehne und Armlehnen. Und der Abteilungsleiter hatte auch eine Lehne, die bis über den Kopf hinausgezogen wurde und selbstverständlich ebenfalls Armlehnen. Ich bin dann in ein anderes Unternehmen gewechselt und durfte mir einen Bürostuhl aussuchen. Der Stuhl, der mir gefallen hat, hatte aber Armlehnen und ich habe sehr vorsichtig bei meinem neuen Vorgesetzten nachgefragt, ob ich vielleicht auch einen Stuhl mit Armlehnen... Ja, selbstverständlich, wurde mir gesagt, denn in der neuen Organisation waren Lehnen von überhaupt gar keiner Bedeutung und selbstverständlich konnte sich dort auf jeder Hierarchieebene jeder Mensch auf jeden Stuhl setzen. Die zweite Ebene ist das, was an wahrnehmbarem Verhalten dargestellt wird, was an Werten erklärt wird. Also das, was man zu hören bekommt, wenn man Menschen dort fragt, warum macht ihr das so, wie arbeitet ihr hier, was ist so euer Ansatz? So gibt es zum Beispiel technikgetriebene Unternehmen, die bei jeder Fragestellung sagen, oh, da werden wir ein Werkzeug zu programmieren.
Das werden wir Software unterstützen. Da wird irgendjemand sich dran setzen und ein Tool schreiben, das das tut. Oder in anderen Unternehmen sagt man, ja, die Mitarbeiter müssen sich anders verhalten. Da werden wir Incentives draufsetzen. Wenn jemand sich so und so verhält, wie wir das jetzt brauchen, dann wird es dafür eine Zulage geben, einen halben Tag extra frei, eine öffentliche Belobigung am schwarzen Brett oder in der Abteilungsbesprechung oder was auch immer. Auch der berühmte Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, ist eben eine spezifische Vorgehensweise in bestimmten Organisationen. Es gibt Organisationen, in denen niemand selbstständig etwas tut oder entscheidet, sondern in dem klar ist, wir brauchen immer einen Konsens von allen möglichen Beteiligten und deswegen ist es dort sehr sinnvoll, einen Arbeitskreis zu gründen. Diese Art von Werten und von Verhaltensweisen sind relativ offensichtlich und man kann sie in halbwegs offener und freundlicher Atmosphäre auch von den Mitgliedern der Organisation erfragen. Auf der dritten und untersten Ebene haben wir die unbewussten zugrunde liegenden Annahmen, die Selbstverständlichkeiten, das, wovon man ausgeht. Und diese sind etwas schwierig zu erfragen und zu erfassen, denn sie sind den Mitgliedern der Organisation so selbstverständlich, dass man darüber gar nicht sprechen kann. Ich würde gerne hier als Beispiele über den Organisationskontext hinausgehen und zwei Änderungen von Selbstverständlichkeiten ansprechen, die in unserer Gesellschaft passiert sind. Ich erinnere mich noch an die Ölkrise 1972. Bis 1972 wuchs die Wirtschaft im Nachkriegsdeutschland selbstverständlich. Natürlich hat mein Vater immer wieder mehr Geld bekommen, immer wieder eine Gehaltserhöhung. Und es war so selbstverständlich, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass wir oder dass meine Eltern beim Mittagstisch etwa über die wirtschaftliche Lage gesprochen hätten. Die war gut und selbstverständlich ging es immer voran. Dann gab es 1972 eben die Ölpreiskrise. Und plötzlich war Wirtschaft ein Thema. Plötzlich ging es nicht mehr automatisch, selbstverständlich immer weiter aufwärts und plötzlich wurde bei vielen Gelegenheiten über die wirtschaftliche Lage gesprochen. Und das haben wir bis heute noch so. Auch Menschen, die eigentlich mit der Wirtschaft herzlich wenig zu tun haben, wissen, wie es um die Wirtschaft steht und wie die wirtschaftliche Lage ist und machen sich darüber ihre Gedanken. Die zweite Änderung von gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten kam mit der Bankenkrise 2008, 2009 etwa. Bis dahin war es selbstverständlich, dass man gespart hat und dass ein Sinn von Sparen war, dass man dafür Zinsen bekommen hat. Es gab eine eigene Theorie der Minderschätzung zukünftiger Bedürfnisse, die nachgewiesen hat, dass die Zinsen immer größer null sein müssen, und zwar deutlich größer, weil Menschen eben aktuelle Bedürfnisbefriedigung höher schätzen als Bedürfnisbefriedigung in der Zukunft. Naja, und seither haben wir keine nennenswerten Zinsen mehr auf Guthaben. Die Theorie der Minderschätzung zukünftiger Bedürfnisse habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Und plötzlich ist es ganz normal, dass man für Erspartes keine Zinsen oder so gut wie keine Zinsen mehr bekommt. Kleine Seitenbemerkung, ich bin sehr gespannt, wie die aktuelle Virenlage in Deutschland möglicherweise auch hier gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten beeinflussen wird. Bei der Analyse einer Kultur gehen wir also von den Artefakten aus und diese Artefakte müssen interpretiert werden. Als Außenstehender fragt man sich also zum Beispiel, warum verwendet das Ideenmanagement diese Art von Formularen? Andere Abteilungen in der Organisation verwenden ebenso gestaltete Formulare und indem wir diese Formulare verwenden, zeigen wir, das Ideenmanagement ist eine ganz normale Abteilung in dieser Behörde. Okay. Warum gibt es im Unternehmen eine so hohe Beteiligungsquote? Wir wollen doch alle Beschäftigten einbeziehen, das ist doch bei uns wichtiger als einfache wirtschaftliche Nutzen. Ja, okay, das ist eine Grundannahme in dieser Organisation. Hier ist dann auch eine Entwicklung bei den Auszeichnungen für das Ideenmanagement festzustellen. Zu Zeiten des DIB wurden reine Kennzahlen ausgezeichnet, ohne jede Interpretation. Das hat, sagen wir vorsichtig, doch zu einigen Seltsamkeiten geführt. Im Zentrum Ideenmanagement und daran anschließend auch im österreichischen ÖPWZ werden die Einreicher um Interpretationen ihrer Kennzahlen und ihres Ideenmanagements überhaupt gebeten. Dadurch konnten wir zumindest einige Seltsamkeiten verhindern. Die Basic Underlying Assumptions versuchen wir zu erahnen, aber die sind eben den Beteiligten nicht bewusst und auch von außen nur schwer zu verstehen.
Schließlich die Frage der Praktiker: Wie kann man die Kultur einer Organisation verändern? Hier hilft wieder das Ebenenmodell. Die Artefakte sind leicht zu ändern. Tatsächlich geben sich Unternehmen im Rahmen eines Change-Prozesses oft ein neues Logo, wechseln die Unternehmensfarbe oder streichen einfach das Gebäude neu an. Das kann ein Anfang sein. Das genügt natürlich selbstverständlich nicht. Für die ausgedrückten Glaubenssätze und Werte sind Informationen und Diskussionsveranstaltungen sinnvoll. Aber all dies ändert die grundlegenden Annahmen nicht. Hier sind dramatischere Maßnahmen notwendig. So können die maßgeblichen Führungskräfte ausgetauscht werden. Wenn neue Führungskräfte von außen kommen, bringen sie ohnehin ihre eigenen Grundannahmen mit und müssen dies mit der Realität in der Organisation abgleichen. Ich habe immer wieder erlebt, wie sich ein Ideenmanagement radikal geändert hat, nur weil ein neuer Ideenmanager seine Arbeit aufgenommen hat. Die Resultate können sich nach einem solchen Wechsel durchaus um einen Faktor 10 verbessern, selbstverständlich auch verschlechtern. Ebenso kann eine kräftige Krise zu einem Kulturwechsel beitragen. Wenn ein großer Teil der Beschäftigten die Organisation verlässt, wenn das Produktprogramm deutlich umgestellt wird oder das Unternehmen ein Insolvenzverfahren durchläuft, dann dürfte klar sein, hier ändern sich gerade Grundannahmen. Zusammenfassend: Die drei Ebenen von Edgar Schein haben sich zu Recht als Analyserahmen für die Kultur in Organisationen durchgesetzt. Die Artefakte kann ein aufmerksamer Beobachter erkennen. Glaubenssätze und Werte kann man erfragen, wobei es nicht schadet, immer wieder zu prüfen, wie weit stimmen die Dinge, die ich sehe, und das, was mir verschiedene Personen erzählen, überein. Die grundlegenden Annahmen sind schwer zu erfassen und noch schwerer zu verändern. Diese Aussage muss man wohl ernst nehmen. Soweit ein kleiner Einblick in ein Gebiet, das das Ideenmanagement zumindest berührt. Mehr Informationen zum Ideenmanagement bekommen Sie immer wieder auf diesem YouTube-Kanal. Ich blende Ihnen ein passendes Video ein. Ich blende Ihnen die Möglichkeit ein, diesen Kanal zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Es kostet nichts, und wenn Sie dann auch noch die Glocke betätigen, werden Sie immer informiert, wenn wieder ein neues Video auf diesem Kanal hochgeladen wird. Mehr Informationen zum Ideenmanagement bekommen Sie auch jeden Dienstag auf dem Ideenmanagement-Blog. Ich freue mich, Sie dort wiederzusehen.